Willkommen zurück. Wir sind heute wieder mit Eufy unterwegs und müssen den Gefangenen Nigel befreien. Das wird nicht gut für dich ausgehen. Gestehe und erspar uns allen den Ärger. Ich hab nichts getan. So wahr mir Gott helfe. Der war mit einer Gruppe an einem Mordfall beteiligt und ja, war aber nicht selbst schuld, aber er wurde gefangen genommen. Jetzt wollen sie die Schuld auf ihn schieben. Zu viel und hab mein Zeug verloren. Es ist überall verstreut. Da muss auch ein Messer bei sein. Können Sie es holen, bevor die Polizei es tut? Du da! Halt's Maul! Okay. Keine Polizisten töten. Also sehen wir heute die Beweise oder wohl das Gesetz manipulieren. Ich meine, wir wissen ja nicht genau, ob er keinen getötet hat. Aber für unseren Verbündeten müssen wir das natürlich machen. Und wir sind ganz unten. Wir müssen erstmal abhauen. Ein Polizisten haben wir niedergeschlagen und das war sehr... ein sehr großer Volltreffer. Der zweite. Komm, wir müssen erstmal abhauen. Nein! Ich wollte nicht auf ihn schießen. Das war ja mal wieder sensationell. Sensationell wurden wir da vom Himmel geholt. Hä, warum? Was machst du? Ich habe kein Verständnis für Wiederholungstäter, egal ob Mann oder Frau. Verstanden? Hä, wir machen doch gar nichts. Einmal bei sowas erwische, werde ich es unterbinden. Beim Vorbeilaufen. Verschwinden Sie. Das hast du verdient. Gut, jetzt fehlt auch der Typ, der uns letztes Mal gesehen hat. Das wäre Nummer 2. Nein. Du darfst nicht hier sein. Nein. Toll, ich wollte ihn nicht töten. Klappt ja schon mal wieder gut. Aber dann können wir trotzdem den einen vielleicht rauslocken. Versuch Nummer 3, bringt doch bestimmt Glück.
Komm, jetzt schleichen wir, jetzt machen wir es besser. Niemand fällt was auf. Wir müssen sie wieder verstecken. Oh oh. Können wir nicht irgendwie unsere Fäuste nur benutzen? Mann, das klappt so schlecht bisher. Viele Fehlversuche später. Ja, ich will keine Polizisten töten. Wir haben null Medizin, das ist blöd. Wie viele sind da im Garten noch? Oh, ernsthaft? Die klettern hier auch über die Dächer. Die sind ja ein bisschen, ja, anhängiger. Komm, das schaffen sie doch nicht. Komm, diesmal schaffen wir es. Auch ist hier sogar das Messer. Und das haben sie nicht gefunden. Das sind aber schlechte Polizisten. Ich meine, sie können natürlich wie wild auf die Nerven eingehen. Mit ihrer Hinterherrennerei. Mann, wir wurden entdeckt. Das ist aber auf jeden Fall eine gute Herangehensweise. Sich hinzuschwingen. Komm, wir wollen noch natürlich keine Polizisten töten. Nein!
Ernsthaft? Ivy, du solltest dich doch nur... Du solltest doch ganz vorsichtig runter. Jetzt dürfen die nicht mehr wissen, wo ich bin. Dann holen wir uns erstmal wieder das andere, bis die sich beruhigt haben. Ja, ich würde ja gerne keine Polizisten töten. Wo ist denn dein Heuballen eigentlich? Da vorne ist einer. Ja, dann haben wir auch den vierten Polizisten niedergeschlagen. Komm, schnell zerstören. Jetzt, dann hätten wir schon mal den zweiten Beweis. Der stand zwar die ganze Zeit davor, aber ich weiß nicht, die Polizisten in der Sache sind sie sehr blind. Ja, ich weiß, ihr könnt ebenso klettern. Aber das könnt ihr nicht. Och man. Dieser Standpunkt ist noch der nervigste. Der leistet noch den meisten Widerstand. Komm, wir müssen fliehen. Ja, mehr habt ihr nicht drauf. Oh Gott. Komm, da hoch. Wie sollen die uns hier oben treffen? Mann, die sind hartnäckig, die Typen. Schon wieder ins Gebiet gelaufen. Mist. Wir haben auch keinen Arzt. Ja, ich weiß, es sieht schlecht aus. Gut, wir sind anscheinend außerhalb des Gebiets, gut. Aber dieses Gebiet bringt mir noch, oder raubt mir noch den letzten Nerv. Da unten ist niemand. Nein! Komm, wir zerstören's.
Den Körper verstecken. Wir müssen den Körper noch verstecken. Was ist denn das für ein Körper? Wieder so. Nein. Ja, ich muss aber weglaufen. Oh Gott, wir müssen wieder fliehen. Das gibt's nicht, schon wieder gestorben. Hoffentlich müssen wir jetzt immer noch nur den Körper wegbringen. Hoffentlich. Gut, wir müssen nur den Körper verstecken. An irgendeinen der Standpunkte. Nein! Jetzt haben wir den Körper zumindest versteckt. Wäre jetzt ein bisschen lächerlich, wenn das so stimmt. Die Leiche ist verschwunden. Und wir schwingen uns außerhalb des Gebiets raus. Dann müssten wir doch verschwunden sein für die. Was, beim Totenziel bleiben? Oh, ich bin tot. Das hat ja mal wunderbar nicht funktioniert. Mann. Zum Haare raufen. Den Körper verstecken, wie immer. Dafür müssen wir welche von den Polizisten wegschaffen. Den auch. Gut, das ist auf jeden Fall der bessere Ansatz gewesen. Dann war das halt mal wieder eine Folge mit einigen Fehlschlägen. Die dürfen wir doch töten. Wir töten keine Polizisten. Komm.
Mann, das gibt's nicht. Es fing doch so gut an. Mann, Leute! Sind die alle wieder wach geworden? Komm, wo sind hier noch Gangmitglieder von befeindeten Gangs? Nein, jetzt bin ich desynchronisiert, weil ich zu weit vom Ziel entfernt bin. Diese Mission ist bisher wirklich zum Haare raufen. Nein! Nein, schnell weg! Komm, zieh dich doch hoch! Dann haben wir jetzt erst wieder in Sicherheit gebracht. Wir machen jetzt noch einen Versuch und wenn der scheitert, schneide ich erst den rein, wo es funktioniert. Ich weiß, in den Kommentaren kommt dann bestimmt wieder, ja, ich habe das alles beim ersten Mal geschafft. Wir müssen bei unserer Durchführung bleiben, dass wir zu dem hinteren gehen erst, auf jeden Fall. Den hätten wir. Den auch. Komm, den kriegen wir auch. Diesmal läuft's gut. Gut, hat noch funktioniert.
Es gibt auf jeden Fall noch welche, aber nicht mehr so viele. Komm, wir verstecken jetzt die Leiche da hinten. Da waren wir, glaube ich, auch vorhin. Und dann haben wir diese Mission endlich beendet. Mit dem Polizeichef reden. Boah, ich glaube nicht, wie ich erleichtert bin, dass ich es endlich geschafft habe. Ist so nervig, wenn man auch... Natürlich ist es Leitbild für den Assassinen, nur wenn es nötig ist zu töten, aber... Ist natürlich einfacher, wenn man einfach die Wachen erledigt. Weiß ja jeder. Ups, das war... Keine gute Landung. Bringt die Beweise her. Wo ist denn das Polizeirevier? Und wir reden mit ihnen. Haben Sie eigentlich irgendwelche Beweise? Was also? Sergeant? Ich glaube, Sie brauchen mindestens eine Leiche. Um einen festzuhalten. Nichts finden, Inspektor. Sie haben es wieder versaut, Sergeant. Und wir haben es geschafft. Hat zwar lange gedauert, aber wir haben zumindest die Nebenziele alle erfüllt. 808 Erfahrung. Dann war es das von diesem Part. Ich hoffe, er hat euch trotzdem ganz viel Fehlschlägen gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alissa. Ciao.